Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Teschler, liebe Frau Lingemann, lieber Herr Lingemann, ich bin wieder tief beeindruckt, bin jetzt das dritte Mal hier und ich denke, das ist schon die größte COPD-Veranstaltung in Deutschland und ich freue mich, dass Sie alle hierher kommen und so viele Dinge lernen. Es ist nicht die einfachste Übung, nach Herrn Vosser einen guten Vortrag zu halten, weil er ist einfach extrem eloquent, aber ich glaube, Sie haben total viel mitgenommen, was er Ihnen eben gesagt hat. Und ich versuche das zu einem Thema, was Sie alle beschäftigt. Und ich würde Sie eigentlich gerne als allererstes fragen, wer von Ihnen hier im Saal nimmt Cortison? Können Sie mal aufstehen, wer Cortison als Tabletten nimmt, bitte? Und wer von Ihnen, Sie können sich wieder setzen, wer von Ihnen nimmt Cortison als Inhalativum? Sie sehen schon, mein zweites Thema ist Sport. Wir machen heute ein bisschen Bewegung. Und dann würde ich gerne noch wissen, wer von Ihnen nimmt überhaupt kein Cortison? Das sind nur ein paar, aber das ist gut so. So, kommen wir zum Cortison. Ich will Ihnen ein bisschen erklären, wo dieses Hormon herkommt. Ein Hormon ist ein Botenstoff zur Übertragung von Signalen, zur Auslösung von Reaktionen im Stoffwechsel. Mann, oh Mann, was ist das denn? Ganz schön schwierig. Vielleicht sehen Sie hier das Gehirn. Das kennen Sie alle, das haben Sie alle in Ihrem Kopf. Und da gibt es eine Region, die nennt sich Hypothalamus und eine Hypophyse, das ist die Hirnanhangdrüse. Und da wird ein Botenstoff ausgeschüttet, der heißt ACTH und der sendet ein Signal an Ihre Nebenniere. Das ist ein kleiner Bereich neben Ihrer Niere, wo das Cortisol ausgeschüttet wird. Und dieses Cortisol ist das, was wir Cortison nennen. Und das Cortison hat viele Synonyme, also gleichwertige Bezeichnungen, wie vielleicht das Kortikoid oder das Glukokortikoid, einmal mit C oder einmal mit K geschrieben, oder auch Steroide. Eigentlich alles das, was Sie meinen, wenn Sie Cortison-Tabletten nehmen. Natürliche Kortikoide sind das Cortison und das Cortisol, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Es sind aber auch synthetisch hergestellte Kortikoide, die Sie als Medikamente einnehmen. Das heißt, wir können das auch künstlich herstellen. Wir müssen das nicht aus dem Körper nehmen. Das Cortison gehört zu den Glukokortikoiden, deswegen dieses Synonym. Und hier sehen Sie die Strukturformel. Die haben uns natürlich in der Schule sehr viel damit gequält, mit diesen Formeln. Und ehrlicherweise kann einem das ja nicht so richtig weiterhelfen. Wir wissen dann manchmal, ist es mehr wasserlöslich oder hat es mehr diese Eigenschaft oder die andere Eigenschaft. Auf jeden Fall ist das Cortison das erste Mal 1948 eigentlich beim Rheuma eingesetzt worden. Rheuma, eine Erkrankung mit Gelenkschwellung, also eine Entzündungsreaktion. Und hier sehen Sie die Gelenkschwellung bei Patienten. Und wenn Sie Cortison nehmen, das wissen Sie alle, zack, ist die Gelenkschwellung weg. Wo wird Cortison überall angewendet? In ganz verschiedenen Möglichkeiten, bei der akuten Notfallsituation, bei dem Kreislaufschock, bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und wir sind natürlich ganz schnell bei den Lungenerkrankungen, zum Beispiel beim Asthma oder eben bei der COPD. Aber wir haben auch ganz viele andere Dinge, wie das Rheuma, was ich Ihnen eben gesagt hatte, oder die Allergie. Damit sind wir natürlich schnell auch wieder beim Asthma. Aber es gibt ganz viele Dinge auch, wie zum Beispiel die Leberentzündung, die Neurodermitis, entzündliche Erkrankungen der Gefäße und aber auch das Thema, was mich lange Jahre beschäftigt hat, nämlich die chronische Transplantatabstoßung bei Patienten nach Lungentransplantation. Was können Sie sich merken? Alle entzündlichen Erkrankungen im Körper können prinzipiell mit Cortison behandelt werden. Cortison kann keine Krankheit heilen, es bessert nur die aktuelle Situation der Erkrankung. Nach Abklingen der Entzündung bzw. der Symptome muss die Therapie mit anderen Medikamenten fortgesetzt werden, wie zum Beispiel beim Rheuma, wo es dann eine Basistherapie gibt. Die Wirkung von Cortison beginnt erst 15 Minuten bis einige Tage nach Einnahme, weil Cortison ein Hormon ist, was ich Ihnen erklärt hatte, der verschiedene Vorgänge im Körper regelt. Man hat etwa 8 bis 25 Milligramm Cortison pro Tag, die ausgeschüttet werden, insbesondere bei Stress, kann das aber bis zu der vierfachen Menge sein. Das heißt, sehr viele mehr kann ausgeschüttet werden, wenn man sich zum Beispiel streitet und wenn man Stress hat. Und es wird über diesen Regelkreis, über die Hirnanhangdrüse geregelt. Die größte Menge wird morgens ausgeschüttet und das Minimum im Bereich der Mitternacht. Welche Aufgaben hat das Cortison jetzt? Wir brauchen Energiereserven, das Eiweiß muss abgebaut werden im Körper, das heißt der Blutzucker wird eindeutig gesteigert durch das Cortison und es wird Fett freigesetzt. Das Cortison sichert die Herz-Kreislauf-Funktion, wenn das Cortison nicht im Körper aktiv ist, kann der Blutdruck extrem abfallen.
Und das ist das, was wir schon besprochen haben, dass die Entzündungsreaktionen gehemmt werden. Aber das Cortison steuert auch den Wasserelektrolythaushalt. Immunologische und allergologische Prozesse werden beeinflusst und die Zellteilung wird verlangsamt. Das ist das, was Sie an Ihrer Haut spüren. Die Haut wird extrem dünn durch das Cortison, die Zellteilung wird verlangsamt. Bei Patienten, die zum Beispiel einen Hirntumor haben, bekommen diese Patienten ein Medikament zur Abschwellung, das Hydrocortison, und das Hirn schwillt ab und die Symptome nehmen ab. Es verhindert zum Beispiel auch Erbrechen bei Patienten mit Lungenkrebs, die eben Übelkeit haben. Und es ist ein Stresshormon. Haben Sie manchmal Stress? Was meinen Sie? Kann nicht sein, oder? Dann habe ich was für Sie. Ich habe Herrn Lingemann angerufen und habe gesagt, Herr Lingemann, ich würde gerne etwas von dieser nächsten Folie hier verteilen, aber dann hat er mir gesagt, nee, das geht jetzt nicht in Hattingen, weil die Stadt hat gesagt, dann ist das immer so dreckig im Saal. Deswegen würde ich Sie gerne einladen, eins dieser Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie zu dem Bergischen Lungentag kommen, am 14. Oktober, dann können wir das da verteilen. Hier durfte ich das leider nicht. Ich hätte Ihnen ganz gerne so eine Tüte Nüsse geschenkt, weil Nüsse ist so ungefähr das gesündeste Lebensmittel, was wir haben, und es reduziert den Stress. Cortison wird auch in der Hautklinik eingesetzt bei entzündlichen Hauterkrankungen. Es wirkt durch Bildung bestimmter Eiweißkörper und wirkt aber, wie wir eben schon gehört haben, frühestens nach 15 bis 30 Minuten. Hohe Dosen führen zur Sofortwirkung und können zu einer Schwellung im Bereich der Gewebe, also die Schwellung im Bereich der Gewebe, verhindern. So, dann gibt es natürlich lokale Präparate, das haben wir eben schon gehört, die Inhalativa, das sehen Sie hier. Und Sie alle kennen auch Cortisonsalben, wenn Sie beim Hautarzt sind. Und da kann man ja eigentlich nur sagen, der Hautarzt, welche Medikamente hat er eigentlich zur Hand? Und dann sind wir immer etwas despektierlich und sagen, der kann doch nur Cortison. Ist das nicht bei uns Pneumologen genauso, Herr Teschler? Weitere lokale Präparate sind natürlich bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, das wissen Sie vielleicht, bei Augentropfen oder Zäpfchen für kleine Kinder. Einfach in der Notfallsituation der beste Zugangsweg, diesen kleinen Kindern im Asthmaanfall einfach ein Zäpfchen zu geben. So, was muss man beachten? Sie müssen, wenn Sie Cortison nehmen, das Ausschleichen durchführen. Das wissen Sie alle, wenn Sie einmal einen Cortisonstoß durch Ihren Hausarzt bekommen haben oder durch den Pneumologen, müssen Sie das langsam reduzieren. Warum? Weil Sie sonst in Ihren Regelkreislauf im Körper eingreifen und es zu einer Insuffizienz Ihrer Nebennierenrinde kommen kann, und das kann sehr gefährlich sein. Deswegen halten Sie sich bitte an die Empfehlung Ihres Arztes, und Sie sollten nie länger als 3 Wochen Cortison einnehmen, ohne den Arzt zu kontaktieren. Nehmen Sie bitte nicht länger mehr als 10 Milligramm pro Tag, und die Inhalative können folgende Nebenwirkungen hervorrufen. Das haben wir eben gehört, wenn das eben so schnell eingesogen wird, dann bleibt alles im Rachen hängen und geht nicht da in die Lunge, wo es hin soll, und kann zu Pilzbefall im Mund führen, und deswegen sollten Sie nach der Inhalation den Mund ausspülen und die Zähne putzen. Es kann ebenso zu Heiserkeit führen, wenn Sie das Inhalativum falsch anwenden. Und deswegen ist so wichtig, dass Sie sich das genau zeigen lassen, entweder von dem Arzt selber hoffentlich, von der Sprechstundenhilfe oder in der Apotheke, wo Sie das Medikament verschrieben bekommen. Die Einnahme sollte morgens vor 8 erfolgen, oder Sie teilen das auf 2/3 morgens und 1/3 abends. Bei einer Stoßtherapie sprechen wir davon, wenn Sie 3 bis 5 Tage eine höhere Medikation bekommen, bei einer akuten Symptomatik. Und damit sind wir bei den Nebenwirkungen. Deswegen ist wieder die Frage, ist das jetzt so wunderbar oder ist es nicht doch ein Teufelszeug? Sie alle wissen, was passiert, wenn Sie längere Zeit Cortison nehmen. Das kann zu einem Vollmondgesicht führen, das heißt einem sehr dicken Gesicht, wo das Fett sich ansammelt, einem Stirnnacken, einer Gesichtsrötung, einer Stammfettsucht und zu brüchigen Hautfalten und vielen anderen weiteren Nebenwirkungen. Sehr viel wichtiger ist wahrscheinlich der Blutdruckanstieg, die Muskelschwäche, das heißt, je länger Sie Cortison einnehmen, umso besser kriegen Sie vielleicht für den ersten Moment Luft. Aber mit der Zeit werden Sie sehr schwach werden, die Beine werden dünner werden und Sie fühlen sich immer schwächer und haben das Gefühl, Sie haben mehr Luftnot. Und damit wären wir bei dem Teufelskreis des Cortisons. Die Pergamenthaut kennen Sie alle, und bei Kindern sind wir natürlich sehr vorsichtig mit dem Cortison. Man kann auch von einer Cortisonangst die letzten Jahre reden. Bei Müttern, wo ein asthmatisches Kind halt ein Cortisonspray benötigt. Es kann zu einer Wachstumshemmung kommen, wenn es längere Zeit Cortison als Tabletten bekommt. Und sehr wichtig ist, dass Sie eine Osteoporose- und Osteoporose-Prophylaxe machen und dass vielleicht eine Knochendichte-Messung einmal durchgeführt wird. Und in dem Moment würde ich Sie gerne fragen, wer von Ihnen nimmt Calcium
und oder Vitamin D. Das sind sehr viele, da freue ich mich, wenn ich in den Patienten liegen, gefragt habe, waren das in den letzten Jahren immer mehr. Also ich denke, Ihre Hausärzte und Pneumologen passen gut auf, dass die Nebenwirkungen klein gehalten werden. So, es kann zu einem Blutzuckeranstieg kommen und Sie können einen Diabetes entwickeln. Die Blutfette können hoch sein und Sie haben eine gesteigerte Infektanfälligkeit. Sie können Gewicht zunehmen und das Wasser lagert sich in den Beinen an. Und, was ich Ihnen schon erklärt hatte, die Nebennierenrinde wird so langsam verschwinden und deswegen dürfen Sie das Cortison nicht abrupt absetzen. Die Dosierung ist kurzfristig hochdosiert möglich. Langfristig sollten Sie es allenfalls niedrig dosiert einnehmen, aber dann sollte es absolut komplett ausgeschlichen werden, um die Nebenwirkung gering zu halten. Die ausgewogene Ernährung ist wichtig, salzarm, fettarm, Milchprodukte, Gemüse und Obst und Sport und Bewegung ist so wichtig. Am häufigsten eingesetzt das Prednisolon, 5 Milligramm oder weniger ist die Niedrigdosierung, 7,5 ist höher dosiert. Und die Cushing-Schwelle, vielleicht haben Sie davon gehört, das ist die Schwelle, wo eben diese Nebenwirkungen mit dieser Stammfettsucht auftreten, ist die Dosierung etwa bei 5 Milligramm. Dies liegt bei den unterschiedlichen Patienten etwas unterschiedlich. Und somit können Sie eigentlich zusammenfassen, die Nebenwirkungen treten eigentlich wirklich nur auf, wenn Sie langfristig eine hohe Dosierung einnehmen. Wenn Sie kurzfristig hochdosiert eine Stoßtherapie machen, sind die Nebenwirkungen gering. Die moderne Langzeittherapie mit niedriger Dosis hat auch geringe Nebenwirkungen und lokal passiert üblicherweise nichts, wenn Sie sich an die Dosierung halten. Wenn Sie sehr hoch dosiert auch inhalativer nehmen, kommt es auch zu einer systemischen Wirkung und deswegen müssen Sie das unbedingt mit Ihrem Pneumologen besprechen. Es gibt viele Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Das ist, glaube ich, zu weit, als dass ich das hier alles ausführen sollte. Sie sollten das immer mit Ihrem Arzt besprechen, was Sie noch so für Medikamente einnehmen, fürs Herz, für den Kreislauf, für den Diabetes. Das ist sehr wichtig, dass die Dosierungen aufeinander angepasst werden. Es gibt eine Wechselwirkung mit NSAR, das ist zum Beispiel Ibuprofen oder Voltaren, das sind Medikamente, die Sie für Rückenschmerzen einnehmen oder für Rheuma. Und dadurch haben Sie ein deutlich erhöhtes potenziertes Risiko für Magen-Darm-Geschwüre. Das heißt, passen Sie bitte auf, wenn Sie diese Medikamente gleichzeitig einnehmen und vielleicht müssen Sie noch ein blutverdünnendes Mittel einnehmen, wie Aspirin oder Plavix oder was wir alles heutzutage bei Ihnen alles so finden. Und dann ist das Magengeschwür da und kann es sehr schnell zu einer lebensgefährlichen Blutung kommen. Es gibt starke Wechselwirkungen bei Patienten mit Diabetes, Herzerkrankung und Bluthochdruck. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn Sie Abführmittel einnehmen, kann sich der Verlust von Kalium und Magnesium verstärken und es kann zu schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen kommen. Deswegen ist es so wichtig, dass Sie alles mit Ihrem Arzt vorher besprechen. So, wie ist das jetzt bei COPD und Asthma? Wie wir gehört haben, Glukokortikoide werden im großen Umfang eingesetzt und die inhalativen Glukokortikoide werden eigentlich nur eingesetzt bei den höheren Stufen COPD 3 oder ehrlicherweise 4 und insbesondere bei den Stufen C und D. Und wenn Sie eine FEV1 kleiner 50% haben, wenn Sie eine Exazerbation haben und Sie systemische Steroide bekommen und was wir eben wissen aus Studien ist, wenn Sie zu viel Cortison nehmen und das gar nicht indiziert ist, kann es zu einer verstärkten Rate von Pneumonien kommen. Die systemischen Kortikoide werden nicht empfohlen als Langzeittherapie. Es gibt potenziell schwerwiegende Nebenwirkungen und man muss aber beachten, ob der Patient vielleicht eine asthmatische Komponente hat. Dann ist das Cortison als Inhalativum immer indiziert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das differenzieren, ob Sie ein Asthma haben oder eine COPD. Und wir alle, die wir hier oben, glaube ich, stehen, mögen diesen Begriff, den ich hier gezeigt habe, ACOS, Asthma-COPD-Overlap-Syndrom, nicht besonders. Wir Experten streiten uns, gibt es das überhaupt? Und das Pendel schwingt mal ein bisschen hin und ein bisschen her. Für Sie ist wichtig, dass Sie mit Ihrem Hausarzt sprechen, mit dem Pneumologen und festlegen, benötigen Sie eigentlich Cortison als Inhalativum. Asthma ist eine Entzündung der Atemwege, deswegen ist es bei Asthma immer indiziert. Die Erkrankung ist chronisch und dauerhaft und es gibt Zeiträume mit stärkeren, schwächeren und gar keinen Beschwerden. Medikamentös ist ganz klar, dass das Cortison hier absolut indiziert ist, unabhängig vom Lebensalter. Auch hier nochmal bei der inhalativen Therapie Mund nach der Einnahme ausspülen, Zähne putzen oder etwas essen und die hochdosierte Therapie nur über einen kurzen Zeitraum. Langzeittherapie für Cortison, da muss die Indikation stimmen und wir müssen die regelmäßigen Kontrollen durchführen. Jetzt kommen wir zum Lebensstil.
Wichtig ist, dass Sie keine Angst vor Cortison haben. Und deswegen lassen Sie sich nicht beeinflussen, dass andere Leute Ihnen erzählen, was Sie alles für schlechte Dinge mit Cortison erlebt haben. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung und lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten. Das nächste ist mir sehr wichtig. Bleiben Sie fit, treiben Sie Sport und machen Sie zum Beispiel täglich einen Spaziergang. Schränken Sie das Nikotin ein und trinken Sie nicht zu viel Alkohol. Und führen Sie die Osteoporose-Prophylaxe durch. Essen Sie Milchprodukte, grünes Gemüse, eventuell Calcium- und Vitamin-D-Substitutionen. Und unter Umständen brauchen Sie diese knochenaufbauenden Medikamente, die Bisphosphonate. Wenig Salz kann man ganz gut erreichen, indem man pflanzliche Gewürze nimmt. Wenig Fett erreichen Sie durch ungesättigte Fettsäuren, zum Beispiel bei Fisch und bei Pflanzen. Wenig süße Speisen, kalorienarme Speisen, mehr Eiweiß, am besten Fisch und magere Milchprodukte, mehr Kalzium durch Obst, Bananen, Gemüse und Kartoffeln, mehr Vitamine durch frisches Obst und Salate. Welche Kontrollen sollen Sie eigentlich regelmäßig durchführen? Müssen Sie jede Woche zum Arzt gehen? Ich glaube nicht. Von Beginn an sollten Sie beim Cortisontherapie eine Osteoporose-Prophylaxe haben. Sprechen Sie auch mit Ihrem Pneumologen darüber. Unter Umständen kann er das verordnen, manchmal auch nicht. Jeden Monat sollten Sie sich selber kontrollieren, habe ich eigentlich zugenommen, abgenommen, wie ist mein Blutdruck? Fragen sollte der Arzt stellen nach Medikamenten, Rückenschmerzen und Infekten. Alle 3 Monate sollten Ihr Blutbild kontrolliert werden, der Blutzucker und die Blutfette, sowie ein Urinstatus. Und alle 12 Monate sollten Sie mal auf ein Belastungs-EKG. Die Knochendichte sollte gemessen werden und ein Röntgenbild erscheint sinnvoll. Zum Schluss möchte ich auf diesen Flyer über Cortison verweisen, der ja Ihnen allen bekannt ist und die Sie sicherlich auch in der Halle bekommen. Und ganz entscheidend ist, jeder Patient muss individuell betrachtet werden. Lassen Sie sich unbedingt von Ihrem Hausarzt und von Ihrem Pneumologen beraten. Und wenn es komplizierter wird, stehen wir als pneumologische Fachkliniken immer für Sie zur Verfügung. In dem Sinne möchte ich kurz noch auf unsere Veranstaltung nochmal hinweisen. Wenn Sie aus dem Bergischen Land sind, können Sie gerne dorthin kommen am 14. Oktober. Helios hat es leider nicht geschafft, den Lungentag im September einzuhalten, aber das nehmen wir jetzt mal als Standortvorteil. Und all in all möchte ich Ihnen sagen, immer locker bleiben und bleiben Sie dran. Vielen Dank.